Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. In diesem Video zeigen wir euch mal wieder ein Video aus unserer University, und zwar aus dem University Meeresangeln und Norwegen Kurs mit Rainer Korn. Es gibt unter anderem auch ein Kapitel, das heißt Fisch zubereiten, gerade die Meeresfische, die wir dort auch gefangen haben. Und hier haben wir ein grandioses Rezept, das lässt sich nicht nur mit Meeresfischen machen, sondern auch ganz normal zum Beispiel mit Hechten oder Forellen, ja, die ihr hier gefangen habt, in unseren Gewässern, in Deutschland zum Beispiel. Aber ist natürlich perfekt für Dorsch, Seelachs und Heilbutt. Und wie schon gesagt, dieses Rezept ist sehr, sehr einfach, extrem lecker, wirklich. Vor allem, wenn man das genauso macht, wie der Rainer das hier zeigt. Und vor allem ist es ein Rezept, das ist ohne Gräten und es wird auch Leuten schmecken, die eigentlich nicht so die Fischesser sind. Also auch ein super Gericht für Weihnachten oder Neujahr oder für eine Party. Schaut es euch einfach an, grandioses Rezept. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und vor allem beim direkten Nachkochen. Nun gibt es mal ein paar richtige gute Kochtipps. Und zwar werde ich jetzt die leckeren Fischnuggets made by Rainer mal hier herstellen. Und was wir dafür brauchen, ist jetzt sehr, sehr überraschend Fisch. In diesem Falle habe ich ein schönes Heilbuttfilet und hier noch ein bisschen Dorschfilet. Das heißt, wir machen Dorsch und Heilbutt-Nuggets. Das ist doch mal eine Ansage. Die Menge ist natürlich abhängig davon, wie viele Leute ich damit verköstigen soll. Das ist jetzt so ungefähr für 5-6 Personen. Und dafür brauche ich natürlich noch, wenn ich Nuggets machen will, das ist ja eine Panade, ein Panadegericht, brauche ich Mehl. Das ist ganz normales weißes Mehl. Habe ich hier auch in Norwegen gekauft. Und dann brauche ich Eier. Die habe ich hier schon mal reingeschlagen. Die werde ich noch ein bisschen verrühren. Dann brauche ich, ganz wichtig, und da kommen schon die kleinen Tricks, warum diese Nuggets besonders lecker sind. Das ist Paniermehl, aber das ist nicht irgendein Paniermehl, sondern das ist das Grillja-Mehl hier aus Norwegen. Das sieht so aus, und das ist jetzt keine Produktwerbung, sondern das ist wirklich einfach irre gut. Das habe ich von einer norwegischen Köchin vor vielen Jahren mal als Tipp bekommen und seitdem benutze ich das auch immer. Mittlerweile ist es so, dass es in Deutschland auch ein Mehl gibt, was ähnlich ist von Leimer. Das ist das Vollkornmehl. Die stellen ja eh viel Paniermehl her und dieses Vollkornmehl, das ist relativ neu. Das habe ich auch ausprobiert und das ist fast so gut wie das. Also das benutze ich jetzt auch immer. Sonst habe ich mir immer Grillja-Mehl ganz viel aus Norwegen mitgebracht. Man sieht auch schon, dass das so ein bisschen dunkler ist, ein bisschen grober und das brät sich besonders gut. Das gibt eine besonders gute Kruste. Aber da gibt es noch einen Special-Trick und den verrate ich jetzt gleich. Erstmal, was wir noch brauchen, das ist natürlich ein Öl, was man hoch erhitzen kann. Dieses ist jetzt reines Rapsöl. Dann haben wir noch ein bisschen Salz, Meersalz aus der Mühle. Wir haben Chili, wer es ein bisschen schärfer mit ein bisschen Pfiff mag, der packt dieses Chili nachher mit in das Paniermehl. Und wir haben noch etwas Besonderes und das ist eine Teriyaki-Soße. Und das ist die Teriyaki-Soße von Kikkoman, die ich am liebsten benutze, weil die mit geröstetem Knoblauch ist. Die gibt es auch noch mit geröstetem Sesam. Und ich habe etliche Teriyaki-Soßen durch und bin bei der hängen geblieben. Die gefällt mir am besten. Die hat einen irren Geschmack. Und darin mariniere ich das Filet, beziehungsweise die geschnittenen Filetstücke, bevor ich sie dann paniere. Das Geheimnis für das Paniermehl ist dieses kleine unscheinbare Gläschen Gemüsebrühe. Und zwar, wir sehen einfach ganz stinknormale Gemüsebrühe in dieser Pulverform und das packe ich mit in das Paniermehl. Und das mit dem Chili zusammen gibt richtig Pfiff und macht es erst so richtig delikat. So, dann würde ich sagen, habe ich irgendwas vergessen? Ja, da leuchtet sie grün-gelb durch die Gegend, eine Zitrone. Die brauchen wir, weil Zitrone und Fisch passt eigentlich immer ganz gut zusammen. Und damit säuern wir das noch ein bisschen, aber nicht zu viel. Und dann geht das los. Wichtig ist, dass wir die Stücke nicht zu groß schneiden. Das heißt also, wir wollen ja schön knackige Stücke haben. Das ist jetzt so ein Stück. Sehen wir? Ja, genau. Das ist schon ein schönes Nugget. Das kann ich mir als Nugget richtig gut vorstellen. Das ist vom Heilbutt. Das hat sich automatisch so ergeben. Hier am Schwanzstück ist es einfach. So, dann gucken wir mal, gehen wir einmal da durch. Jetzt können wir gucken, ob wir so schneiden. Dann haben wir so schöne Stücke, die unsere Nuggets werden. Und ich schneide sie halt wirklich nicht dick, wie ihr seht.
So kriege ich erst die richtigen Nuggets hin. Mache ich sie zu dick, geht das natürlich auch, aber ich kriege nicht diese knusprigen Nuggets hin. So. Schneiden wir es noch weiter. Und so geht das beim Halbutt, beim Dorsch. Haben wir hier haben wir so Schwanzstücke. Schwanzstücke sind natürlich super klasse für Nuggets, weil die schon schön schmal sind. Den noch einmal so geteilt und es füllt sich. So, diese Stücke, das ist von dem Halbutt. Da können wir zum Beispiel, nehmen wir da noch mal rein und schneiden den noch mal längs. So, und auch hier produzieren wir wieder richtig schöne Nuggetstücke. Und ich weiß schon genau, wie die nachher schmecken. Bombastisch. So, klack. Jetzt haben wir hier noch mehr. Den schneiden wir wieder in den Stücken. Richtig schön. Und guckt euch das mal an. Richtig tolle Halbutfilets. Vielen Dank an Frank Kasler, meinen alten Angelkameraden, der hier mitgeangelt hat und der diesen Halbutt für uns gefangen hat. Und den dürfen wir jetzt hier verwerten. Jetzt kommen wir mal zum Dorsch. Der Dorsch hat hier oben dieses Rückenfiletstück und das hat schon eine natürliche Vorgabe für Fischnuggets. Wie praktisch. Da schneide ich nur noch einmal durch. Gucken wir mal. Aber keine Grete mehr drin. Und dann schneide ich gerade bei dickeren Stücken so ein bisschen schräg ein. Damit vergrößere ich die Auflagefläche und das ist dann gut für die Panade. Genauso wie hier dieses Rückenstück. Auch keine Grete mehr drin. Hier mache ich das genauso. So, machen wir mal so. Ich schneide schräg ein. Hier vergrößere ich genauso die Fläche. Und wir haben wunderschöne Nuggetstücke. So. Jetzt haben wir hier unsere Nuggets schon in der vorgefertigten Nuggetsform. Das ist aber noch der Prä-Zustand der Nuggets. Jetzt kommt der entscheidende Teil, einer der entscheidenden Teile. Schön schütteln, damit sich der Knoblauch schön löst und alle Bestandteile der Teriyaki-Soße. Und dann wird das hier rüber gegossen. Das ist jetzt wirklich eine Frage der Erfahrung und der Praxis. Also so, wie es jetzt aussieht, ich habe jetzt hier, die Flasche ist leer, ungefähr so ein Stück habe ich jetzt reingegossen für diese Menge, die ich hier drin habe. Man sieht das ja, dieses Fach ist voll. Das reicht in der Regel aus. Wir sehen das auch gleich. Kommt da noch ein bisschen Zitrone mit rein. So, das reicht eigentlich schon, mehr brauche ich gar nicht. Und Salz brauche ich in diesem Fall jetzt nicht, weil ich schon das Soja, also diese Teriyaki-Soße drin habe. Und jetzt vermenge ich das Ganze. So. Ordentlich durch, damit jedes Stück seine Teriyaki-Soße und seine Zitrone abbekommt. Soll ja keiner leer ausgehen hier und sich keiner benachteiligt fühlen. So, das duftet schon. Also, wenn man jetzt riechen könnte durch die Kamera, dann würde man das riechen. Kann man natürlich nicht. Aber ich kann euch sagen, das riecht schon richtig gut. Ja, das stellen wir erstmal hier hin. Das kann jetzt erstmal ein paar Minuten marinieren, so 10 Minuten. Kann auch eine halbe Stunde sein. Und dann geht es weiter im Text. Der Fisch ist jetzt genug mariniert. Wir haben ihn jetzt da so 10 Minuten, Viertelstunde drin gelassen. Nun schlage ich das Ei noch ein bisschen auf. Schneebesen. Ich habe übrigens immer meinen eigenen Schneebesen in Norwegen dabei, zumindest wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weil die Schneebesen in den Ferienunterkünften überhaupt der Norweger manchmal nicht so ganz, naja, ich sag mal so, gebräuchlich sind. Es ist eine andere Art von Schneebesen, eignet sich jetzt dafür nicht so gut. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt kommt der kleine Trick, einer der Tricks, das ist halt diese Gemüsebrühe. Das ist jetzt eine Bio-Gemüsebrühe. Auf die Menge jetzt hier an Paniermehl. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das alles für den Fisch reicht, sonst müssen wir noch was reinschmeißen. Da nehme ich jetzt noch schon 1, 2 gehäufte Esslöffel. Und natürlich, da ich es gerne ein bisschen pikant mag, ordentlich Chili rein. Dup, dup, dup. Das ist jetzt auch nicht so ein Chili-Pulver, was richtig Feuer hat. Von daher kann man das ruhig nehmen. Ganz bisschen Salz noch, aber nicht viel. Ja, dann mische ich das Ganze ordentlich durch. Und dann sind wir fertig zum großen Braten. Die Pfanne habe ich schon mal ein bisschen heiß gemacht. Ich brauche hier ein bisschen die Platte. Und jetzt können wir das
vorbereiten. Das ist jetzt meine Workstation hier, meine Arbeitsstation. Mehl, geschlagenes Ei und lecker gewürztes Paniermehl aus Norwegen. So, jetzt kommen die Fische mal hier rüber. Schaffen wir uns den Platz, den wir brauchen. Ja, und nun kommt die Prozedur, ne? Erstmal einmal in Mehl wenden, damit das Ei daran haftet. Zack, dann in Ei. Ein bisschen abtropfen lassen. Dann ein bisschen schön, dass alle Stellen wirklich auch benetzt sind. Sieht man hier, alles ist bedeckt vom Paniermehl, von unserem gewürzten Paniermehl. Ja, und so geht das jetzt eine ganze Weile. Es sind ja eine ganze Menge Stücke für eine ganze Menge Leute. Das Problem ist, wenn man einmal angefangen hat und die richtig gut geworden sind, die Fischnuggets, dann hat man immer das Problem, dass man sehr viele machen muss, weil alle Leute Fischnuggets haben wollen. Und dann kann das schon richtig Arbeit sein. Also bei so einem Ding hier, da ist man schon ganz schön beschäftigt. Ja, so machen wir mal weiter. Und sobald das dann fertig ist, dass wir die Pfanne einsetzen können, dann werden wir die Dinger da reinschmeißen. Schauen wir mal. Das Öl in der Pfanne ist jetzt hoffentlich heiß genug. Jedenfalls brutzelt es hier schon so ein bisschen. Ich habe mal ein bisschen was zum Test reingeworfen. Da ist schon ordentlich Öl drin. Meine Oma hat immer mir gesagt, Fisch muss schwimmen. Und damit ist sowohl das Öl gemeint, als auch das Getränk, was dazu gereicht wird und danach gereicht wird. So war das damals. Aber Fisch muss schwimmen, bleibt immer noch die gleiche Regel. Jetzt kommen die Stücke da rein. Ich drücke die dann immer noch so ein bisschen platt, dass die möglichst viel Auflagefläche im Öl haben, unten am Pfannenboden. So, das sieht schon sehr gut aus, brutzelt schon sehr schön. Ah, einen kriegen wir noch runter. So, guck mal einer an. Ja, so kann das erstmal vor sich hin brutzeln. Ich werde noch ein paar andere Stücke vorbereiten, werfe immer einen kleinen Blick da drauf, damit mir nichts verbrennt und mache schon mal die anderen dann. Könnte man jetzt auch bei der Menge mit zwei Pfannen machen, wäre jetzt auch nicht verkehrt, aber nun gut, jetzt habe ich die eine Pfanne am Start und machen wir es mit einer Pfanne. Aha, jetzt kriegen wir hier schon Farbe und werden schon ein bisschen kross, das sieht schon sehr gut aus. Oh, das riecht. Mmh. Boah. Also ich glaube, die werden ganz gut. Ich bereite die anderen auch schon vor. Ist doch gar nicht schlecht, wenn die Panade ein bisschen dran haften bleibt, dass das ein bisschen Zeit hat, bis sie, wenn sie paniert sind, in die Pfanne kommen. Dann wird die Panade noch etwas krosser und legt sich besser um den Fisch. Schauen wir doch mal rein. Oh, das sieht schon richtig gut aus. Also die sehen jetzt, das ist eigentlich jetzt schon fast fertig. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier gucke, ja, das sieht super aus. Dann kommt die erste Charge hier schon mal raus. Gucken wir hier, ach, perfekt, absolut perfekt. Wichtig ist halt, dass die Temperatur der Pfanne wirklich erstmal am Anfang gerade hoch ist, damit das auch hart wird, damit die Panade auch wirklich fassen kann. So, dann werden wir gleich mal neue Ladung geben, lassen das mal ein bisschen abkühlen und dann testen wir das mal, wie das geworden ist. Aber so wie es riecht, glaube ich, das ist sehr gut geworden. Wenn ich jetzt eine größere Menge Nuggets braten möchte, dann muss man zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Öl dazu geben, weil das Ei sich halt auch ein bisschen absondert und sonst die zu schnell unten verbrennen würden. Wenn man ganz viel brät, sollte man zwischendurch das Fett auch mal wechseln. Wollen wir mal probieren? Die geworden sind. Das ist Halbutt, sieht man sofort. Dieses strahlend weiße Fleisch, relativ feinfleischig, ist Halbutt. So, Eugen, an der Kamera vorbei. Na, und? Die Augen sind geschlossen. Hammer. Mega, ne? Mhm. Denke ich auch. Gut, dann sind wir dabei. Kann man übrigens auch sehr gut mit Schellfisch machen und mit Seehecht. Jetzt sind die Nuggets fast alle fertig. Wichtig ist, das sieht man hier, die müssen schön dünn sein. Dann kriegen sie die richtige Krossigkeit und sie werden richtig saftig. Das ist perfekt so. Guck mal, ein Stück hier sehen wir nochmal eins. Auch so richtig schön dünn. Das ist eine absolute Delikatesse. Wir sind jetzt soweit fertig, die letzten vier Brutzeln. Und wir werden dann anschließend zu unserem norwegischen Freund Torfinn fahren. Dem gehört die Anlage hier Arctic Seasport, in der wir hier gerade oben bei Bodø in Norwegen drehen. Und da wollen wir mal sehen, was der zu den Nuggets sagt. Ja, Torfinn,
We have made a little bit more. So we brought some nice Torschke Quaite nuggets. Yeah. Take it please, because I have another plate. Okay. Ja dann. Lass uns schmecken, ne? Fantastisch. Nicht lange, wir kommt ja nachher noch im Backofen mit dem Fisch zusammen. So, ich fange hier mal ein bisschen brutzeln. In der Zwischenzeit können wir schon an die Soße gehen. Dafür nehme ich Kokosmilch. Ich hoffe, euch hat das Video so gut gefallen wie mir. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es geschmeckt hat. Ich finde es, wie gesagt, grandios. Und ich werde es jetzt auch nochmal für die Weihnachtszeit ausprobieren. Und apropos Weihnachtszeit, ihr wisst, jetzt kommt nochmal ein ganz kurzer Werbeblock, gerade jetzt vor Weihnachten. Ich möchte euch meine oder unsere Top-Empfehlung geben für die besten Weihnachtsgeschenke für Angler oder für die Leute, die noch Angler werden möchten. Und zwar unsere Top 4. Erstens, verschenkt doch einfach einen Online- oder einen Kombikurs zum Angelschein. Ja? Das schönste Hobby der Welt. Wie gesagt, in einer schönen Kartenform wie dieser hier schickt man noch per Post zu oder aber einfach, wenn ihr so auf dem letzten Drücker unterwegs seid, zur PDF zum selber ausdrucken. Wunderbares Geschenk, könnt ihr einfach im Briefumschlag dann packen, perfekt. Das zweite ist ein University-Kurs. Ihr habt ja gerade ein Video auch aus unserer University gesehen. Wie gesagt, ein so ein kompletter Kurs. Was der alles beinhaltet, wie viele Videos, was für weitere Benefits, das seht ihr alles unter dem Video in dem Link. Ja, schaut euch das einfach mal an. Auch die gibt es als schöne Gutscheinkarten zu verschenken, ist natürlich wesentlich günstiger und ist vor allem für die Leute, die schon einen Angelschein haben, aber noch nicht so viele Jahre Angelerfahrung haben, also die auch noch nicht so viele große Fangerfolge haben, für die ist so ein University-Kurs natürlich perfekt. Ja? Die lernen nämlich direkt von Anfang an dann von den Besten. Das dritte ist unser neuer Gewässerwartekurs. Hier, das ist ein Online-Kurs, den haben wir zusammen mit Fischereibiologen und unseren Partnerverbänden entwickelt. Und dort lernst du das ganze theoretische Grundlagenwissen, was man einfach braucht als Gewässerwart. Ja, auch ein neuer Kurs, super spannend, super informativ. Und last but not least, unser neues Buch zum Thema Fischerprüfung. Das ist für die Leute, wo ihr noch nicht so ganz sicher seid, ob die wirklich einen Angelschein machen wollen. Die haben aber so ein Grundinteresse. Und dieses Buch ist perfekt, weil es gibt einen richtig schönen Eindruck, wie das abläuft, was man alles wissen muss. Ist natürlich dann nachher beim Lernen auch der perfekte physische Begleiter und es ist natürlich auch noch ein Gutschein drin für den Online-Kurs, also nochmal ein zusätzlicher Anreiz dann und ja, ist ein tolles, kleines, aber feines Weihnachtsgeschenk. Schaut einfach nochmal die ganzen Infos unter dem Video hier in dem Link nach und ich wünsche da viel Spaß beim Verschenken oder beim selber Schenken und das war es jetzt mit diesem Weihnachtswerbeblock. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut, euer Hubertus von Fishing King. Ciao.